Okay, ich würde aber mal sagen, ja, wo wir gerade eben bei Scheiße sind, gehen wir jetzt mal zur Cancel Culture über. Und zwar hatte ich auch schon ein Video gemacht zu Cancel Culture. Ich hab's nur beiläufig mitbekommen, weil es mir auf Instagram geschickt wurde, dass mal wieder irgendwelche Tweets dann erstellt wurden, wo ich unter anderem mit am Start war, wegen Cancel Culture von Ernstling und sowas. Keine Ahnung, das ist halt wirklich, das ist so ein Grund, warum ich halt einfach Twitter nicht öffne. Und wir gucken mal, Vic, also Iblali, also Victor, hat ein Video hochgeladen zu Ich wurde endgültig von Twitter gecancelt. Ja, deswegen schauen wir uns das einfach mal Wie tausende Tweets gegen an. Iblali veröffentlicht hat. Und aufgrund dafür, dass Vic Kuchen den. Ich komme in dem Video mit vor. Ja, ich komme im Video von einem YouTuber vor, der auf seinem Hauptkanal, auf seinem damaligen Hauptkanal, 2 oder 3 Millionen Abos hat. Iblali hat 2,5 Millionen Abos. Das heißt, ich bin jetzt sehr bekannt. Ich habe es geschafft jetzt im Leben. Geil, geil, Leute. Ich hoffe, er hat jetzt hier reingeschrieben, abonniert alle. Okay, gut. Nee, alles gut. Ich wurde enttäuscht. TV in seine Instagram-Story in Schutz genommen hat, wird jetzt Weg ebenfalls in die rechte Ecke gedrängt. Jo, 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 jo. Hi, 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 hi. Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Ihr hört es, ich bin komplett krank geworden. Auf Madeira gab es ein bisschen Husten, das war nicht schlimm. Aber jetzt hier in Deutschland habe ich mich offenbar mit einer Grippe angesteckt. Also ich habe das volle Programm. Ich habe Halsschmerzen, ich habe Oh, ja. Kopfschmerzen, ich habe Fieber, etc., etc. Kein Corona. Ich habe extra Doch nicht Corona, sorry. einen Test machen lassen. Aber es ist trotzdem scheiße, Mann. Ich hasse krank sein. Und was tut man in so einem Zeitraum, wenn man krank ist, im Bett liegt und ein bisschen mehr Langeweile hat als sonst? Genau, man Jackson. Führt Krieg mit Twitter. Hörst du jetzt wieder mit Twitter auf? Ist das nicht genau der Grund, weswegen du die Plattform damals geliebt hast? Bin damals geliebt, weil ich mit dieser toxischen Scheiße einfach nicht sonderlich gut umgehen konnte. Aber inzwischen gehe ich damit ein bisschen anders um. Klebe einfach ein Twitter-Logo auf Vins Gesicht und schlage ihn so lange zusammen, bis es mir besser geht. Nee, Twitter werde ich nie wieder verlassen, aber bei diesem Video hier hatte ich trotzdem ein großes Bedürfnis, das zu drehen. Ich habe ja schon in der Vergangenheit öfter mal darüber gesprochen, was ich an Twitter oder generell Social Media besorgniserregend finde. Jedoch habe ich damals mal so ein bisschen davon erzählt, ohne konkrete Beispiele aufzuzeigen. Also es gab einfach nur Strohmänner und dadurch wussten viele nicht, wovon ich da eigentlich spreche. Oh, Scheiße, Diesmal es ist wird hier etwas ehrenlos. richtig Heftiges passiert und ich finde, es ist das beste Beispiel, was man haben kann. Aus diesem Grund möchte ich darüber reden. Eigentlich wollte ich dieser komischen Bubble keine große Aufmerksamkeit mehr geben. Oh, was hat er hier geschrieben? Am 10.11. Am 10.11. vor 4 Tagen hat er geschrieben, habe die letzten Tweets gelöscht, da ich mich wieder zu krass mit Usern beschäftige, die Aufmerksamkeit nicht verdient haben. Lass die halt weiter Falschwahrheiten verbreiten. Canceln können die mich sowieso nicht. Ab jetzt wieder lustigere. Ja, es ist auch so, ohne Scheiß, jetzt mal Real Talk, diese Tweets, ja. Wenn du Twitter nicht öffnest, dann ist das die Bubble, die sich darüber aufregen. Und auf Instagram wirst du nicht belästigt, auf YouTube wirst du nicht belästigt, auf keiner anderen Plattform, nur auf Twitter. Das ist halt so ein Twitter-Ding. So, es juckt halt niemand. So, also Twitter ist halt so eine eigene Plattform, die niemand außerhalb von Twitter halt juckt. So, das ist so eine eingeschworene Gemeinde, die sich irgendwie drüber abfacken. So, ich höre zum Beispiel gar nichts von außerhalb, wenn es um Twitter und sowas geht. Das ist nur, wenn ich die Plattform öffne. Das ist echt krass. Oder wenn irgendein Tweet oder so viral geht und irgendjemand schickt mir dann ein Bild auf Instagram und sagt, ey, der hat einen Tweet über dich verfasst, und dann denke ich mir, ja, ist mir auch scheißegal. Ja, also, keine Ahnung, Mann. Wirklich. Also, das ist halt auch oftmals, hat das was mit ganz, ganz viel Langeweile zu tun. Ja. Auch dass die sich so brutal über alles aufregen, das ist echt schwierig. Kommt halt drauf an, was du für Themen verfolgst. Ja, aber das ist schon. Natürlich kommt es darauf an, was für Themen du verfolgst, aber das ist, ach, keine Ahnung, Mann. Ich finde dazu auch keine Worte. Aber dann habe ich abgewägt und erstens ist es Free Content für mich, das Moolah wird geearnt. Und andererseits hat es einen guten Mehrwert, weil es bestimmt viele Leute zum Nachdenken anregen wird. Aber was ist eigentlich passiert? Ich werde euch chronologisch erzählen, was die letzten 3 Tage passiert ist und viele von euch werden das nicht glauben können, weil es so unfassbar banal ist. Kurz bevor ich krank wurde, befand ich mich im Zug und ich hatte ein bisschen Langeweile. Die Fahrt ging relativ lange und deswegen gab es ein Instagram Q&A. Das mache ich eigentlich immer, wenn mir langweilig ist. Stellt mir Fragen. Und ich wurde gefragt, hey Vic, ja. Was hältst du von dem momentanen Kuchen-TV-Hate? Wegen seines Gedankenexperiments. Es ging um die Frage, was würde man an Hitler oder in dem Zweiten Weltkrieg ändern, ohne den Krieg selbst aufhalten zu können. Ja, und Kuchen hat so etwas gesagt wie, wenn man das eine vom Krieg zulassen würde, was natürlich mega schlimm wäre, könnte man das andere vermeiden bzw. etwas Neues erschaffen, wodurch viel weniger Menschen insgesamt sterben. Damit hätte man den Krieg nicht aufgehalten, aber zumindest viele Menschen retten können. Also es ist einfach nur ein Gedankenexperiment, ob es auch tatsächlich so eingetroffen wäre. Also es ist ja noch nicht mal schlimm, das zu sagen, so, weil wenn weniger Menschen ums Leben kommen, dann hast du ja im Prinzip eigentlich was Gutes damit gemeint und nicht noch was Schlimmeres gemeint und so. Und die projizieren dann, ah, der findet das also nicht schlimm,
so dass da Menschen umkommen oder so, oder dass Hitler an der Macht ist und so. Die haben dieses Gedankenexperiment einfach nicht verstanden und wollten ihn aufgrund dessen dann schlecht reden oder canceln. Es hat keinen Sinn gemacht, ja. Wäre, ich weiß es nicht. Natürlich kann man das Danke Ganze für die als Follows, schwierig ne? betrachten, ist ja auch ein sensibles Thema, aber ich habe bei dem Beispiel überhaupt nicht so wahrgenommen, dass das irgendwie pro Hitler oder pro Nazi sein soll. Also so habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Es gibt vieles, was man an KuchenTV kritisieren kann, dazu komme ich auch gleich. Aber das? Auf jeden Fall habe ich bei diesem Q&A geschrieben, dass dieses Gedankenexperiment einen meiner Meinung nach nicht automatisch auf die Seite von Hitler schlägt. Es ging mir auch nicht darum, explizit KuchenTV zu verteidigen, sondern ums Prinzip, dass ich es einfach schwierig finde, Leute mit bewussten Verdrehungen in eine Ecke zu drängen. Ich glaube, die Leute, die Kuchen kritisieren, wissen auch, dass so ein Gedankenexperiment einen nicht automatisch zum Hitler-Fan macht, aber es wird halt trotzdem so dargestellt und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Also es wird bewusst irgendwo gelogen. Das ist so, als würde ich meinen Nachbarn hassen, dieser scheiß Rechtspopulist, und ich gehe zur Polizei und erzähle einfach, dass er hier irgendwelche Leute zusammenschlägt. Ich meine, er stimmt zwar nicht, aber er ist ein recht populistisches Arschloch, er hat es doch verdient, oder? Jeder mit gesundem Menschenverstand würde mir hier zustimmen, dass es seine Grenze überschreitet. Ich meine, wie soll das keine Grenze überschreiten? Ich finde, man kann KuchenTV auch mit echten Dingen kritisieren, also mit Dingen, die er tatsächlich gesagt oder getan hat. Ich werde es jetzt einfach mal machen. Ihr wisst, dass ich schon häufiger auf KuchenTV reagiert habe und ihr wisst, dass ich ihn des Öfteren auch kritisiert habe. Jetzt wird KuchenTV hops genommen. Eieiei, scheiße. Okay, jetzt, Riesenbeef, Leute, Riesenbeef. Habe, und zwar für seine Narrative. Ich finde es immer sehr schwierig, dass Kuchen häufiger mal pauschal von den Linken oder die Feministen spricht. Man sucht sich so Extrembeispiele aus und dann heißt es ja die Linken mal wieder. Ja, die Feministen mal wieder. Und es wird, ob jetzt bewusst oder unbewusst, einmal dahingestellt, suggeriert, dass alle so sind. Zumindest wird so etwas durch solche Narrative in den Köpfen von Menschen eingepflanzt. Und dann kommen die zu mir und sagen, was, du bist links? Oh mein Gott. Nicht jeder Linke gehört zu einem schwarzen Block, der den ganzen Tag Autos verbrennt. Und nicht jede Feministin schreibt den ganzen Tag auf Twitter, dass sie Männer schlachten will. Dass er jetzt momentan von den sogenannten Twitter-Linken spricht, die ihn angreift. Ich denke mir, Bro, was für Twitter-Linke? Mein gesamter Kreis und ich sind links und auf Twitter. Und trotzdem finden wir diese Bubble scheiße. Es gibt viele Linke, die ich scheiße finde und umgekehrt. Aber nicht aus politischen, sondern... Ja, man darf halt nicht so pauschalisieren, ne? Das stimmt schon. Deswegen, das wird auch oftmals kritisiert und so. Wenn ich mal Videos gemacht habe und habe etwas pauschalisiert, werde ich immer dafür kritisiert. Deswegen bin ich, was das angeht, versuche ich das relativ spezifisch zu halten und zu sagen, ja, die aus der und der Bubble... Die kommen mir sehr komisch vor und was weiß ich, aber jetzt nicht so auf alle beziehen, ja, weil es immer wieder Leute gibt, die das einfach scheiße finden. Ich kann es auch irgendwo verstehen, zu sagen, die Linken, es gibt sau viele Linke, die das halt, wie gesagt, auch nicht geil finden, was der Ernstling und sowas macht, deswegen sollte man da vielleicht einfach aufpassen, was man genau sagt. Ja. Oder aus Verhaltenskunden, weil ich mir denke, Alter, wie kann man denn und so... Und Michi, alles klar, Bruder. Danke dir. Aber am Ende des Tages geht es bei Links darum, Gleichheit und Gleichberechtigung für alle zu schaffen. Für alle sozialen Schichten, für alle Sexualitäten, für alle Gender und dass das System, in dem wir momentan leben, so in der Form einfach nicht für immer weitergehen kann. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer immenser. Diskriminierende Ungleichheit aufgrund von Sexualität. 2% von Elon Musks Reichtum könnte, wenn man es richtig macht, einfach den Welthunger stoppen. Es ist alles so unfassbar unverhältnismäßig, aber ob Kommunismus jetzt wirklich die Lösung ist, das Thema möchte ich jetzt lieber nicht anfangen. Keine Ahnung, ich sehe nur die strukturellen Probleme, aber ich bin kein Politikexperte. Nichtsdestotrotz hat sich Kuchen meiner Meinung nach die letzten Jahre insgesamt schon ins Positivere verändert. Sich einiges zu Herzen genommen, dazugelernt, sich zu vielen von damals distanziert, entschuldigt. Und das kann auch so weitergehen. Ich persönlich gucke gerne, wohin die Reise geht. Aber genug abgeschweift. Kommen wir zurück zu dem Q&A. Ernstling, ich habe keine Ahnung, warum ich seinen Namen geblurrt habe, fand meine Instagram-Story gar nicht gut und schrieb, heirate doch. Dann schrieb er, hey Blali, du hast dich mit den Falschen angelegt. Und no joke, ey Blali, du bist der größte Schwanz und versuchst dich mit jedem Möglichen zu solidarisieren, weil dich keiner leiden kann. Die Antwort war nicht gut. Sagt der Typ, den keiner leiden kann. Wie gesagt, es ging mir nicht mal darum, KuchenTV groß zu verteidigen, sondern einfach um die Message. Aber trotzdem wurde ich ab da so dargestellt, als wäre ich KuchenTV. Ja, das ist genau das, was diese Bubble auch so dumm macht teilweise. Alles, was jetzt pro KuchenTV ist oder wo du sagst, ja, er hat KuchenTV verteidigt, ist automatisch so wie der Feind, wo man sagt, ey, da muss man jetzt auch nochmal 10.000 Tweets drüber machen, weil es geht ja gar nicht. Wo ich mir so denke, Alter, der hat doch bloß seine Meinung abgegeben, dass er das auch dumm findet, dass man jetzt KuchenTV daraufhin so canceln möchte, ja. So, und da wurde dir gesagt, der ist ja pro KuchenTV. Nee, das geht gar nicht. Also da muss man auf jeden Fall, dagegen sein. Ah, das ist so unangenehm, wirklich. Das ist so krass unangenehm. Aber das ist halt, das zeichnet halt auch diese Twitter-Bubble aus. Aber es ist ja bloß ist ja nicht ganz Twitter, sondern es ist ja bloß dieser Bereich von diesen Leuten so, ich sag mal, Ernstling, Dekadent, der da mitmacht. Herr Newstime hat genauso mitgemacht, by the way. Also, ich weiß nicht, Herr Newstime ist, glaube ich, auch mit Dekadent ziemlich dicke, was das angeht.
Ja, die haben alles so gepostet, sich darüber lustig gemacht, was das ist, wo ich mir denke, Alter, cringe. Cringe, Alter. Aber was willst du machen? Da steckst du nicht drin. Dritter. Und ich muss sie mit aller Macht beschützen. Werde ich denn wenigstens dafür bezahlt? Wo bleibt mein Schutzgeldkuchen? Ernstling hat innerhalb von einem Tag gefühlt 1000 Tweets gegen mich gemacht. Und bis dahin fand ich das auch noch witzig, ehrlich gesagt. Mir war eh klar, irgendwo, dass das passieren wird. Aber irgendwann wurde meiner Meinung nach erneut eine Grenze überschritten. Ernstling schrieb nicht sein Ernst. Und poste ein Screenshot. Ja, und darauf erkennt man, wie angeblich ich ihm per DM schreibe, lösch die Tweets. Wenn du das nicht machst, werde ich dagegen vorgehen. Eure Trollaktion könnt ihr euch gerne sparen. Das habe ich halt einfach nie geschrieben. Es gibt aber, oder es gab, auf Twitter einen Elblali-Fake-Account, der ebenfalls von dieser Bubble kam. Das hat man einfach gesehen an den Follows und Folge-Ich-Accounts. Kurze Zeit später ist dieser Tweet und der Fake-Account gleichzeitig verschwunden. Keine Ahnung, vielleicht hat der Bruder irgendwie kalte Füße bekommen und gemerkt, okay, jetzt irgendwas mit uns zu faken geht doch ein bisschen zu weit. Ernstling, nicht nur das. Mit dieser Aktion unterstreichst du meinen Punkt komplett, weswegen dieser ganze Blödsinn angefangen hat. Guck mal, meine Ursprungsmessage war ja, irgendwas dazu zu erfinden oder dazu zu lügen oder absichtlich zu verdrehen bei jemandem, den man nicht leiden kann, geht über eine Grenze hinaus. Und er macht genau das. Ja. Und realisiert nicht, dass er damit meinen Punkt bestätigt. Aber die Diffamierungen von dieser Bubble haben nicht aufgehört. Irgendwie hat Elblali ein paar Freunde, die komisch gegenüber Frauen sind. Hier zum Beispiel 2011. Viele von euch haben das ja mitbekommen, damals gab es diesen Lord Abaddon-Skandal und als Scheiße, also ey, 2000, ist schon 10 Jahre wieder her, Mann. Also die greifen jetzt einen Punkt auf von vor 10 Jahren. Kann man schon mal machen. Ist halt sehr aktuell, muss man sagen, ja, wenn man jetzt ein Jahrzehnt zurückspringt. Aber das ist schon, ist schon ein Punkt, kann man auf jeden Fall sich gönnen. Junge. Was Hand of Blood hat auch bei der Thematik mit der Trans-Gewichtsheberin absolut übertrieben, ja. Hand of Blood auf Twitter, ohne Scheiß, der ist auf YouTube korrekt und so, macht geile Videos, aber auf Twitter kann man sich den auch gar nicht geben. Der hat auch gefühlt halb Twitter einfach blockiert. Also das ist auch so eine Sache, wo ich das auch gar nicht checke, ja. Scheiße. Das wurde, hatte ich sowieso kaum noch was mit ihm zu tun und seit 2013 gar nichts mehr. Also ich habe seit über 8 Jahren nichts mehr von ihm gehört. Ich habe absolut keine Ahnung, was der heutzutage macht. Aber solche Dinge rauszukramen, die über 10 Jahre her sind, also das ist ja dieses typische Klischee von Cancel Culture. Versteht mich nicht falsch, jeder hat eine andere Definition von diesem Begriff, Cancel Culture. Neulich sind bei Astroworld mehrere Menschen gestorben. Und obwohl Travis Scott gesehen hat auf der Bühne, dass sich da Krankenwagen durch die Menge bahnen, hat er das Konzert nicht abgebrochen. Er hat noch andere Sachen gebracht, die nicht schön sind und das ist eine hochaktuelle Geschichte. Die Kritik ist vollkommen gerechtfertigt, aber auch da gibt es blinde Fans, die sagen, ah, lass Travis Scott in Ruhe, dieser scheiß Cancel Culture immer. Und wenn man diesen Begriff in der Form nutzt, dann finde ich das hardcore peinlich. Also, dass bei dem einen kommen Menschen ums Leben und da wird ein Konzert einfach weitergespielt, wo 8 Menschen übrigens gestorben sind. Und bei dem anderen, da wird halt eine Person aufgrund von Fehlinterpretation wird halt einfach schlecht geredet oder diffamiert, schlecht dargestellt. So, das eine, da kommen Menschen um, das andere, da wird halt eine Person schlecht geredet. Also das, ich würde schon sagen, da gibt es gewisse Grenzen und Unterschiede. Ne? Keine Ahnung. Aber wenn Menschen vor einem halben Jahrzehnt irgendwas Problematisches gesagt haben und sich heutzutage davon distanzieren und entschuldigen, Alex, das dann stimmt. Trotzdem rauszukramen, das ist für mich wirklich Cancel Culture. Aber den Leuten ist egal, ob die Person sich verbessert hat. Hauptsache, man kann sie irgendwie diffamieren. Und das wird jetzt auch mit mir gemacht. Hier ein weiterer Tweet von der Bubble. Ein Elblali-Sketch aus dem Jahre 2012, wo ich das N-Wort sage. Was beweisen soll, dass ich ein Rassist bin. Ehrlich gesagt weiß ich selbst nicht zu 100%, ob ich da wirklich das N-Wort gesagt habe, weil es klingt auch wie Digger. Aber ich habe schon vor Ewigkeiten gesagt, wenn das wirklich stimmen sollte, dann entschuldige ich mich dafür und aus heutiger Sicht distanziere ich mich da komplett von. Aber interessiert das diese Bubble wirklich? Dreimal könnt ihr raten. Der hat mich tatsächlich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Erster Platz auf Elblali Spotify Jahresrückblick 2021. Sehr weirdes Musikvideo. Ich glaube, da hat GuchTV neulich in dem Video darüber gesprochen. Dazu muss ich übrigens auch sagen, dass ich das Video jetzt auch privat gestellt habe, genauso wie den Christensong. Das ist einfach nur peinlich gewesen. Also ich stehe da halt wirklich nicht mehr hinter. Ich finde es selber unangenehm, dass ich das gemacht habe. Du findest Kapitalismus scheiße? Haha, Twitter vor iPhone sage ich dazu nur. Okay, hier wird suggeriert, dass ich der übelste Kapitalismus-Fan bin. Und natürlich könnte man jetzt sagen, hey, beruhig dich doch mal, das ist doch nur ein Joke, das wird doch niemand ernst nehmen. Oder? Genau das ist doch das Problem. Auf Twitter wird gefühlt alles ernst genommen. Hier sind Antworten unter diesem Tweet. Hä? Dachte Elblali wäre einigermaßen based? Habe ich auch immer gedacht. Aber der hat mittlerweile echt weirde Takes. Ja gut, dann nehme ich alles zurück. Elon Musk sollte auf keinen Fall etwas von seinem Reichtum abgeben. Diese Geringverdiener sind doch selber schuld. Und jetzt kommt eine Diffamierung, die traurigerweise zu einem Power-Tweet geworden ist. Ja, sie ist 15, aber sie ist schon echt mega reif für ihr Alter, Bro. Man kann richtig Deep Talk mit ihr machen. Und dann dieses uralte Bild von mir. Ich weiß nicht mal, woher das ist. Ja, hier werde ich aus
Spaß. Junge, die greifen einfach Dinge von vor einem halben Jahrzehnt auf oder so. Oder vor einem Jahrzehnt auf. Und fronten dann einfach weg mit so einer Scheiße. Die fronten ja, die reden einfach auf Twitter über ihn. Er äußert sich ja noch nicht mal weiter großartig dazu. Jetzt mal in einem Video. Oh, das ist so dumm. Real Talk. So, man kann ja aktuelle Sachen so reinnehmen, was das angeht. Und das passt halt gerade perfekt zur Thematik. Aber man kann auch aktuelle Themen mit reinnehmen und dann sagen, ey, hier, guck mal, gerade eben macht er so extreme Scheiße. Ja, aber eher, nee, das geht nicht. Ja? Also lieber Sachen von 2011 einfach ausspielen. Sag mal so, wenn man so sagt, so zwischen ein, zwei Jahren, ne, da hat er das und das gebracht, das ist noch relativ aktuell, würde ich doch eher sagen, okay. Aber einfach vor 10 Jahren teilweise. Heftig. Ey, die geben es denen ja richtig hart. Als ein Groomer dargestellt, der was mit 15-Jährigen startet. Bevor jetzt irgendjemand sagt, hey, das ist doch nur ein Witz, lach doch mal über dich selbst. Ja, mega witzig, als Groomer dargestellt zu werden. Bekam ich darüber hinaus solche DMs. Darüber, dass man gehört hat, dass ich mit einer 15-Jährigen zusammen bin. Dass man mich bisher immer sympathisch fand. Aber das geht zu weit. Ich wäre doppelt so alt und nutze die Naivität junger Mädchen aus. Wie kann ich nur? Ja, das ist doch gar nicht, oder? Das ist doch einfach nur noch traurig. Iblali hat keine Lust mehr auf den Gender-Wahnsinn. Laut Iblali wird Deutschland langsam viel zu bunt. Auch wenn sich die Leute immer sagen, ey, das ist doch nur ein Troll. Wie kann man das so ernst nehmen? Oh mein Gott, du bist doch ein Troll reingefallen. Ich meine, ich feiere ja selbst Troll-Shit-Posts. Aber es ist eine Sache, ob du jemanden trollst, weil er oder sie etwas Dummes gesagt oder getan hat. Oder ob man bewusst lügt und damit in Kauf nimmt, dass irgendwelche Leute das glauben. Dann bist du in meinen Augen einfach kein guter Troll. In den letzten 3 Tagen war ich schon alles. Ich war rechtspopulistisch, pädophil, frauenfeindlich, wäre mit Monstern befreundet. Ja, was soll man schon dazu sagen? Viele von euch haben geschrieben, Bruder, du musst das wirklich mal zur Anzeige bringen, weil das ist nicht mehr normal. Und das stimmt, es ist wirklich nicht normal. Also ich habe noch nie so etwas erlebt. Viele von euch sind nach wie vor der Meinung, so eine Cancel Culture gibt es gar nicht. Aber es gibt sie und das hat nichts mit Links zu tun, das hat mit Vollidioten zu tun. An sich macht mir das nichts, weil der einzige Ort, wo ich gecancelt werde, ist halt innerhalb dieser Bubble. Aber die fand mich schon davor scheiße und andersherum, also wen juckt's. Dennoch war es mir wichtig aufzuzeigen, was aus Social Media so in letzter Zeit geworden ist. Viele Menschen leben halt nur noch in so einer Bubble und sind überhaupt nicht mehr empfänglich für Ansichten von außen. Und das liegt einfach daran, dass die sich selbst nonstop bestätigen in ihren Gedankengängen. Deine Mutter hat irgendwas zu dir gesagt und eigentlich hat sie recht, aber es fuckt dich ab. Ja, dann erstmal auf Twitter gehen und einen Tweet darüber schreiben. Oh, meine ganzen Twitter-Freunde schreiben, lass den nicht sagen und du hast recht. Ich hab recht? Ja, dann labert meine Mutter ja scheiße. Ist jetzt ein plumpes Beispiel, aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das ist einfach Mitläufer-Shit. Was haltet ihr von der ganzen Thematik? Hat euch das irgendwie zum Nachdenken angeregt? Wenn ja, schreibt es unten rein. Und gebt einen Namen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ja, muss einfach sagen, canceln, Leute, ist wichtig und richtig, ja. Ich finde schon, dass auch ein Wick gecancelt werden muss. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Habe ich ja schon mal im Video gesagt, diese Cancel Culture. Todesunangenehm. Hauen dann halt wirklich, ich habe das mal so ein bisschen durchgezählt bei Ernstling. Der hat, glaube ich, schon innerhalb von einem Tag 70 Tweets verfasst und 60 Tweets über Iblali und KuchenTV. An einem Tag, wo ich mir so denke, Alter, an einem Tag? Junge, das musst du erstmal hinbekommen so. Das ist einfach so mehr als jede Stunde, vielleicht zweimal die Stunde und das durchgängig am Tag, so einen Tweet raushauen gegen KuchenTV oder Iblali. Das musst du erstmal schaffen. So, das ist, ey, der macht das hauptberuflich, macht der Twitter hauptberuflich mit 5000 Followern oder so. Das ist schon krass.